Führers und eigentlich Reichstagsstenograf gewesen. Ja, ich wurde dann ins Archiv übernommen. Das Reichsarchiv? Ja. Mit dem Auftrag, das Reichsarchiv ist der Geschichtsschreiber überhaupt. Ja, ja. Natürlich. Hält den Krieg fest. Es hält überhaupt alles fest. Das Gedeihen der Republik. Und jetzt kann man das ja nicht Republik nennen, was hier ab 1945 stattfindet. Ja, das ist sozusagen die Fortsetzung der Republik mit anderen Mitteln. Mit anderen Mitteln und mit anderen Formen. Und aber das am Ende. Ja, wenn Sie meinen, wir kümmern uns eigentlich nicht um den Ablauf, sondern wir halten fest. Und sitzen hier in Ihrem Bunker, sind seit 5 Uhr früh schon tätig, ja, und nehmen sozusagen das auf, was Sie über Ihre Kontakte hier, über den Funk, ja, in Erfahrung bringen. Ja. Sozusagen, das ist ja, ist die eine Seite. Das andere ist, was eben mir Persönlichkeiten noch zu sagen haben und was ich dann noch festhalten kann. Das ist natürlich mindestens genauso wichtig. Vor allem, wenn jetzt der Wechsel in der Führung vonstatten geht. Wechsel auf Dönitz. Ja. Und Reichskanzler Goebbels. Goebbels als Reichskanzler. Ja. Sagen Sie, Sie sind ja eigentlich ein Künstler. Ja? Also das ist eine Kunst der besonderen Art. Und einmal haben Sie bei Furtwängler vorgesprochen, ja. Wurden befragt. Ja? Konzert für Stenografie und Orchester. Ja, das fand er eine amüsante Idee. Und das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, vor allem, wenn es dann auch sozusagen ein Libretto gäbe, was sozusagen Zeitgeschichte umfasst. Und das dann in Töne umgesetzt, stenografisch sozusagen komponiert. Man würde diese Zeichen dann sozusagen auf die Tonspur eines Films legen, ja, das wie einen Ton behandeln und dann das Tonnegativ auf Film übertragen. Das wäre ein abstraktes Bild. Ja, ja, und müsste natürlich, damit es nicht nur eine einheitliche Tonformation hat und nicht nur ein Schrumm, Schrumm, Schrumm ist, sondern es müssten natürlich auch Varianten reinkommen. Das kann man mit der Kurzschrift machen, dass eben Bestimmtes als Geige interpretiert wird oder als Flöte oder als Oboe. Also das heißt, Sie wechseln zwischen der Gabelsberger Schrift, der Stiefografie. Ja, und auch Stolze Schrei gibt natürlich wieder eine ganz andere Komponente. Und das sind Sitterlin-Schrift und in Latein. Das sind die Bassstimmen zum Beispiel, ja, könnte ich mir so vorstellen. Und Sütterlin würde ich eigentlich in die Sopranrichtung setzen. Ja, also da kann man richtig was komponieren. 480 Silben pro Minute, das ist Ihr? Das ist mein höchster Schnitt, den kann ich sogar noch übertreffen. Aber minutenweise oder wenn man besonders also wach oder in Laune Sternstunden. Ist. Ja, Sternstunde. Ja. Wenn sozusagen ein Parteigenosse wie Bormann ja, eine Rede hält, ja, dann ist er beim dritten Satz, dann sind Sie schon fertig. Naja, noch nicht fertig, aber ich bin mindestens 10 Sätze im Voraus, weil ich ungefähr weiß, was für Floskeln er gebrauchen wird. Ja. So eine Rede können Sie im Grunde im Voraus stenografieren? Ja, wenn ich sozusagen am Ansatz spüre, in welche Richtung es geht, weiß ich, wie es weitergeht. Das erleichtert natürlich sehr, die können schon sich an die Korrekturen machen, während der noch redet. Ja, ich kann während des Redens sozusagen korrigieren. Ist es beim Führer auch möglich? Nein, das ist überhaupt nicht möglich, weil der Führer, auch wenn er sich vornimmt und sogar wenn er vom Blatt lesen will, er springt immer wieder raus, er hat immer wieder seine Ausbrüche, die man überhaupt nicht voraussehen kann. Das ist schwierig. Beim Führer muss man ungeheuer konzentriert sein, weil der Blitz schnell und dann sehr schnell völlig andere Varianten bringt. Und sein Wort ist Gesetz. Das heißt also, man ist sehr verantwortlich für die Nachwelt, ja? Wenn man was ja, er sagt, ja, es wird einem auch auf die Finger geschaut. Also die werden auch noch kontrolliert. Die lässt also die Abteilung Bormann nachlesen. Und da ist es dann nicht so angenehm, wenn man wesentliche Passagen unterschlagen hat oder falsch interpretiert hat. Nur wenn der Hitler beim Mittag
sozusagen entspannt redet, ja, dann ist das ja manchmal auch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt für die Ewigkeit bestimmt. Ja, das ist nicht meine Entscheidung. Ich nehme alles auf und ich muss auch alles aufnehmen. Und die Entscheidung, was davon für die Veröffentlichung, was für die Archive, für die Nachwelt klassifiziert wird, die liegt nicht bei mir. Seit Winica, also 42, ja. werden ja die große Lagen, ja, also die militärischen Besprechungen, ja, alle durchstenografiert. Ja, immer. Damit man immer, keiner sich darauf berufen kann, er habe einen Befehl missverstanden und so weiter. Genau, genau. Oder es sei nicht gesagt worden. Ja. Das ist aber jetzt ein bisschen in Verfall gekommen seit März 1945. Das heißt, also jetzt im April sind Sie eigentlich ziemlich frei. Also Sie haben hier. Ja, aber ich meine, was im Führerhauptquartier, also im Bunker, an militärischen Besprechungen stattfindet, meistens nur Telefonate, ja. Aber wird weiterhin nachstenografiert, festgehalten. Ja, absolut. Da legt der Führer auch größten Wert drauf. Denn ich meine, er hat unter uns gesagt, eine Angst, dass sozusagen gerade von der Generalität reingelegt zu werden. Nicht reingelegt zu werden, aber vorsätzlich missverstanden zu werden. Und dagegen ist nur das Stenogramm gewachsen und so weiter, ja. Und das hält fest, was gesagt worden ist. Können Sie die Nuancen im Ton auch, also wie drücken Sie zum Beispiel aus, einen zweiflerischen Ton in einer Rede, einen ironischen Ton, eine Rede, die nicht so gemeint ist, wie sie gesagt ist? Durch einen Wechsel im System, dann gehe ich von zum Beispiel auf stolzes Schrei, wenn es sozusagen Befehlston ist, bleibe im Sütterlin, wenn es allgemein gehalten wird und Gabelsberger benutze ich also für die dubitosen Befehle. Sachen. Ja. Nein, ach, die Befehle, die so. Befehle dachte lieber stolze Schrei. Sagen Sie jetzt an dem 30. hier diesen Tag, ja, das ist ja so, seit 17 Uhr sind Sie sozusagen nicht außer Dienst, denn im Reichsarchiv sind Sie ja immer noch angestellt, ja. Aber der Führer ist tot. Ja, ja, aber das ändert für meine Position überhaupt nichts. Denn die Reichskanzlerschaft wurde ja übertragen auf Goebbels. Ja, aber der lässt Sie doch gar nicht ran. Also da haben Sie noch keine Silbe aufnehmen können. Er hat doch noch nichts gesagt. Okay. Aber wenn er was sagt, werde ich es aufnehmen. Ja, wenn Sie gerufen werden. Also Sie müssen ja rankommen. Ja, gut, ich muss Zugang haben. Sie sind nur sicherheitsüberprüft für den Führer. Ich muss Zugang haben und ich nehme an, dass Goebbels mich nicht einer neuen Prüfung unterziehen wird. Erstmal reicht dazu die Zeit gar nicht. Und zweitens muss es ja übergangslos laufen. Sagen Sie, mit was arbeiten Sie? Also Bleistifte? Ja, natürlich. Nicht Tinte? Ja. Viel zu langsam. Nein, viel zu langsam, viel zu fehlerbelastet. Es geht nur mit Bleistiften. Bist du Bleistift? Und haben Sie denn genügend Nachschub hier im Führerbunker, wenn doch keine Bleistifte produziert? Nein, aber wir haben große Vorraten von Faber-Castell, Unmengen von Bleistiften. Das tragen Sie mit sich, ja? Eine Aktentasche durch den Krieg. Naja, ich meine, wir haben einfach Kisten da stehen und die fülle ich immer ab. Also ich brauche nicht mehr als gleichzeitig ein Dutzend zu meiner Hand. So 300 in Reserve, nicht? Denn Sie müssen ja sehr spitz sein, nicht? Ja, nee, die werden dann nachgespitzt. Da gibt es dieses kleine Drehgerät, steckt man ihn rein und dann ist er wieder spitz. Sie waren auch einmal in Fronteinsatz in Charkow. Ja, leider. Und konnten schneller stenografieren, als das Maschinengewehr schießen konnte. Ja, Sie haben es mitstenografiert. Ja, aber ich meine, es war immer schon eine Schussfolge von 400 Schuss schneller. Ja, 400 Schuss nicht. Ich meine, 480 ist schon eine große Geschwindigkeit für einen Stenografen. Und die erreicht von meinen Kollegen auch keiner. Es ist auch nicht mein Ehrgeiz, ein Maschinengewehr zu übertreffen. Stenografenrennen? Das heißt sozusagen, dass man gegen eine Prämie oder für einen Preis ausschreiben und so weiter diese Geschwindigkeiten erhöht mit der Genauigkeit, die man ebenfalls erhöht. Ja, auf ein Jota genau. Ja, ja. Am liebsten wäre es den Stenografen noch, sie würden eine olympische Disziplin bekommen. Das ist eigentlich unwichtig. Wichtig ist, dass es nachher lesbar ist. Mhm. Es interessiert sich hinterher auch keiner, wie schnell es geschrieben worden ist, sondern nur, ob das Ergebnis brauchbar ist.
Man muss ja, damit man keine Sehnenscheidelentzündung in der Hand kriegt, sehr viel Sport üben, als Ausgleich haben. Ja, ja, und Sie müssen nicht Sport insgesamt, Sie müssen einfach Ihre Hände ständig auch gegenmassieren, weil Sie ja bestimmte... Klavierspieler. Das ist ja auch wieder eine Anstrengung. Sie müssen ja Lockerungsübungen innerhalb der Fingerglieder machen. Es geht ja um vor allem die Mittelknochen, die belastet werden, ja nicht die Finger so sehr. Wenn Sie jetzt sozusagen eine Entzündung hätten an der Sehnenscheidenentzündung, ja. Das ist genau und das, was man braucht. Das fällt aus oder Sie kriegen einen Schuss in die Hand an der Front in Charkow, würden Sie dann auf links umlernen können? Natürlich, aber wer will das schon? Ja, aber Sie machen es sozusagen, Sie haben es schon vorbereitet. Also das heißt, im Notfall gehen Sie auf den Gang. Ich kann natürlich wesentlich langsamer in Gangart links. Das heißt, Stenografie zweihändig entspricht wie vier- oder sechshändig beim Klavier. Ja, und das halten Sie im Kopf nicht aus. Das kann man machen, ganz kurz, absurde Spitzenleistung, aber als brauchbare Lösung ist das nicht zweihändig. Heute Morgen haben Sie als erstes St. Nazaire, die Festung an der Atlantikküste. Das tue ich ja nicht jeden Morgen. Ja. Das erwarten die auch. Ja, ja. Ja. Und dann nehmen Sie auf den Originalbericht, also was die sagen, Wetterlage. Die Wetterlage nicht. Dafür gibt es einen anderen Service. Ich nehme auf, was Frontlage ist. Die haben noch ein U-Boot losgeschickt, also mit Schnorchel, also das neue Walter-Motor-U-Boot, das ist noch rausgegangen. Ja, ja. Nicht? Richtung Japan. Wir erfahren nicht, wenn es nicht gewollt ist, die Zielrichtung. Es geht nicht um Rhodos, es geht vor allem um Kreta. Nicht? Rhodos ist nicht das Problem, weil wir da eigentlich keinen wichtigen Stützpunkt unterhalten. Ja, das sind nur wenige, da sind die meisten schon abgezogen. Ja, aber der Stützpunkt ist noch da. Der ist auch da, natürlich. Das ist die alte Malteserfestung. Ja. Nicht? Das ist auch eigentlich ein klassischer Stützpunkt. Sie haben die Rede des Kommandanten mitgeschrieben. Ja? Nicht? Also, der hat ja so eine Art Abschiedsrede gehalten. Ja. Könnte ihm ein Kriegsgerichtsverfahren eintragen, weil es defätistisch ist. Er hat von einer Niederlage gesprochen. Naja, gut. Er hat sogar diesen historisch witzigen Vergleich gebracht. Er würde jetzt nach Malta gehen mit der Truppe, so wie damals. Das endlich die Malta besetzen. Ja, wie damals eben die Ordensritter von Rhodos nach Malta gegangen sind. Deswegen zum Studienrat, das heißt ist ein gebildeter Mann. Nicht? Heute noch Malteser. Soll auch eine griechische Rede noch an seine Truppe gehalten haben, mit der Rede des Perikles. Ja. Ja, das habe ich aber nicht mitstenografiert. Nee, aber Griechisch könnten Sie. Ich kann, aber das wollte ich einfach nicht mitmachen, denn es könnte gegen den Mann verwendet werden. Also manchmal sonntags schreiben Sie doch sozusagen einfach mal, um Sie in Fahrt zu bleiben und sozusagen den Sonntag zu genießen, haben Sie neulich in Stahlgewittern von Ernst Jünger in einer halben Stunde runtergeschrieben. Dreiviertel Stunde. Ja. Ja. Ich würde so gerne die Marmorklippen schreiben. Das war richtig Buchstaben, das ist richtig Silben. Ja. Sie rechnen ja in Silben, nicht? Natürlich. Ja, durch die Faulmannsche Vokalisation. Ja, das ist Basis der Stenografie, die Aufteilung und Erfassen der Silben. Ganz schwer, weil manche die Silben verschleifen. Gut, Sie müssen natürlich sozusagen ein gebildeter Philologe sein, um zu wissen, wie die Silben sitzen, ja? Nach dem Krieg, also nach dem Endsieg, sagen wir mal, würden Sie dann an der Universität gehen und Universitätslehrer werden für Stenografie? Nee, ich glaube, ich gehe in die Industrie. Ja. Das ist interessanter. Aber die braucht doch keine Stenografie. Aber wie? Stenografen.
Aber wie? Aber wofür? Für die großen Aufsichtsratssitzungen, wo sozusagen... Auf jedes Wort ankommt. Wo es jedes Wort ankommt und auch äußerst geheime Dinge festgehalten werden, die man nicht also sozusagen mit Tonband aufnehmen kann. Wie machen Sie das, wenn Sie sozusagen Geheimschrift, gibt es das? Ja? Nein, das muss nicht. Geheimschrift? Nein, das nicht. Cosmic? Nein. Das Kodifizieren von Stenograph, das kann man machen. Es geht einfach darum. Rückwärts schreiben, Spiegelschrift schreiben. Der Vorteil des Stenogramms ist, es ist ein Unikat. Ja, wenn ich mit dem Tape aufnehme, dann ist die Möglichkeit zu kopieren immer gegeben, sogar des Mithörens. Ja, was ich schreibe, kann nicht mal jemand mithören, es sei denn, er würde meinen Stil zu schreiben sozusagen schon geknackt haben. Das heißt, keiner ist ja richtig zuständig. Also Dönitz ist noch nicht zuständig. Ja? Gut, Goebbels hat die Reichskanzlerschaft. Sozusagen um 17.30 Uhr die Reichskanzlerschaft offiziell übernommen. Und damit läuft sozusagen der Laden weiter. Aber das weiß ja keiner draußen. Müssten Sie eigentlich wissen? Muss ich erst rumsprechen? Es war ja geklärt, dass die Nachfolge so geregelt ist. Nee, das steht heute Morgen, ist das im Testament erst festgelegt. Ja. Um 11.30 Uhr und 15.30 Uhr ist die grundsätzlich war die Lage immer geklärt, dass der Führer einen Nachfolger haben wird. Ja, das wäre aber Göring gewesen und der ist beseitigt worden. Das haben Sie mit stenografiert, richtig, nicht? Ja? Richtig, der war wohl auch nicht mehr tragbar. Ja. Also, aber ich meine, die Person spielt keine Rolle. Ob das jetzt Bormann gewesen wäre, der ja auch ein Kandidat war, ja, der jetzt also abgefunden wurde mit einem Amt, das dem Reichspräsidenten entsprechen würde. Aber wenn Sie jetzt meinetwegen eine Meldung stenografieren müssten, der Führer ist tot, wer Nachfolger ist, spielt keine Rolle. Ja, aber die Autorität gilt und jeder wird erschossen, der nicht an den Enzig glaubt. Das ist doch nur sehr schwer. Würden Sie das protokollieren können? Ja, protokollieren kann ich es, aber das wäre ja keine Form einer Reichsveröffentlichung. Nein. Die ist ja nicht über Stenogramm zu machen. Nein. Nicht, sondern ich glaube auch nicht, dass es dazu kommen wird in nächster Zeit. Die Strukturen sind alle im Eimer. Heute Mittag ist allerdings noch der Wehrmachtsbericht in langsamer Sprache um 15 Uhr gegeben worden. Um 15 Uhr wusste ja auch keiner, was um 17 Uhr passiert. Ja. Und wenn so ein Wehrmachtsbericht geht, wie geht das? Das geht in breiter Front haben unsere Truppen, die den Don Richtung Osten überschritten und rücken siegreich vor. Muss man die Pausen nicht sozusagen größer machen noch zwischen den Worten? Nein, Silben und Pausen sind gleich. Es ist ja eigentlich so gemacht, dass man es auch gut mitstenografieren kann. Und dafür ist es gedacht, dass also 1000 Redakteure im Reich nicht diese Nachrichten mitnehmen. Ja? Der Rundfunk verbreitet sie als die schnellste Möglichkeit. Ja? Richtig. Hm? Und da ist es also die Pause gleichbedeutend mit einer Silbe. Da muss also nicht unterschieden werden. Wie schnell geht eine Silbe, schreibt sich eine einzelne Silbe? Sagen Sie mal still. Ich würde sagen, ich könnte, wenn ich die Sekunde nur mit Schreiben verbringen würde, könnte ich ungefähr 35 Silben schreiben. Also Sie besiegen die Zeit praktisch, nicht? Ja, das kann man nicht sprechen. Ja. Nicht? Aber was ich wirklich bewundernswert finde an der Reichsorganisation, dass der Wehrmachtsbericht in langsamer Sprache, der jetzt nicht vom Don handelt mehr, nicht, sondern irgendwie vom Reichstag oder Regierungsviertel, Wilhelmstraße, also, wo die Rote Armee vordringt, dass dieser Wehrmachtsbericht in langsamer Sprache doch mitten in der Katastrophe noch regelmäßig um 15 Uhr gebracht wird. Ja, niemand hat ihn abgestellt. Ja, irgendwas Verlässliches ist doch in diesem Reich vorhanden. Ja, nee, ich meine, in diesem Reich funktioniert alles, bis man es abstellt. Ich erlebe zum ersten Mal in meiner Laufbahn, dass eine derartige Flut an Ereignissen, die ich normalerweise festhalte, auf mich einschützt, dass ich Unterscheidung treffen muss zwischen Wichtigkeit und Nichtwichtigkeit. Das ist wie bei einem großen Verkehrsunfall. Da sortiert sozusagen das Rote Kreuz, wer zuerst da ist, oder die Feuerwehr, auch Leute aus, die nicht sofort behandelt werden müssen und Leute, die tot sind und welche, die behandelt werden müssen. Ja, und so
verhalte ich mich heute auch, dass ich einfach entscheide, das ist wichtig, festgehalten zu werden für die Nachwelt und das nicht. Sind Sie mehr Zeitzeuge oder würden Sie Ihren Beruf nennen Historiker oder sind Sie Silbenzähler? Nein, ich bin jetzt eigentlich mehr Zeitzeuge, denn ich meine, Historiker ist eine distanzierte Betrachtung. Sie können nicht sozusagen heute Historiker sein. Sie können in einem Abstand dieses Ereignis betrachten und dann können Sie es historisch betrachten. Aber der Historiker ist nie so nah dran und schreibt nicht die Geschichte. Und Sie würden ja sagen können, dass Sie die Tagesgeschichte beschreiben. Ja, und dann bin ich immer noch kein Historiker. Ja. Dann bin ich eben ein Zeitzeuge. Ja, und ich habe einen Fehler gemacht. Nicht beschreiben, sondern Sie schreiben sie. Ja, aber dann bin ich immer noch nicht Historiker, wenn ich sie schreibe. Denn, wie gesagt, die... Sie deuten sie nicht. Nein, und die Sicht darauf fehlt mir auch. Ich habe nicht genug Abstand. Ich entscheide ad hoc, was ich aufschreibe und was nicht. Und damit hat sie es. Was ist denn heute so gewesen? Also meinetwegen Heeresgruppe Kurland. Ja, Heeresgruppe Kurland ist eine relativ einfache Geschichte. Die haben sich jetzt in Heeresgruppe Biron getauft. Und, das ist ein Fürst da oben in Kurland. Ja, ja. Ja. Die sitzen im Baltikum. Die sitzen im Baltikum. Miethaus, ja. Alte Hauptstadt. Unbesiegt haben sich zum Freikorps. Ja, die sind jetzt Freikorps und gehen eigentlich in die Tradition über. Ich meine, die ganzen baltischen Staaten hatten ja mit Russland auch nie was am Hut. Ja? Die mit uns auch nicht. Sie wollen unter schwedisches Protektorat. Ja, aber auch nur kurzfristig. Sie wollen auf die Dauer nicht unter Schweden sein. Sondern das ist jetzt ganz brauchbar, weil Schweden der einzige neutrale Staat ist in der Ecke. Ein Reformstaat da oben errichten und die Landreform von 1919, ja, die versprochen, aber nicht durchgeführt war durch den deutschen Freikorps, ja, durchführen. Ja, ja, aber es sind nicht nur landwirtschaftliche Interessen, sondern ich meine, die wollen einfach sich unabhängig machen. Alter Traum. Panzer dafür haben sie, Sturmgeschütze haben sie. Ja, sie haben vor allem alles das, was wir ihnen dagelassen haben. Hm. Das war schon beim Ersten Weltkrieg so, ja, dass wir sozusagen uns über Riga verabschiedet haben. Scott Zeny hat sich ja noch bei Ihnen verabschiedet. Der ist auf dem Weg in die Slowakei, wo er herkommt, ja, und will dort... Der hat doch noch vorher einen Einsatz geflogen. Wissen Sie gar nicht, ja? Der ist nach Südfrankreich geflogen. Ach. Ja, ja, das war das Wunsch, aus der Ecke von Himmler kam dieser Wunsch. Der sollte doch den Gral bergen. Und kein Mensch wusste, wo der ist, hat ihn auch nicht gefunden. Aber er ist hingeflogen. Bei Toulouse gelandet? In der Nähe von Toulouse, ja, auf dem Feldflughafen. Ja. Aber ich habe gehört, er hat dann ihn doch gefunden, und er aber so schwer, ja.